Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr so eine Aufgabenstellung so wie die oder so ähnlich vor der Schnauze habt, dann seid ihr in dem Video hier goldrichtig. Ich werde euch jetzt erklären, wie das geht. Und zwar stellen Sie den Vektor w als die Linearkombination der Vektoren a und b dar. Bevor wir jetzt unser Rechenschema anwenden, müsst ihr die Aufgabe schon richtig lesen. Ihr müsst immer erst identifizieren, welcher Vektor soll dargestellt werden. Und welche Vektoren soll ich dafür verwenden? Warum ich mir das vorher vor Augen führe, hat damit zu tun, damit ihr das Rechenschema nicht durcheinander würfelt. Weil was wir jetzt tun, wir wollen ein lineares Gleichungssystem aufstellen. Und auf der linken Seite stehen die Vektoren, die ich verwenden soll. Und auf der rechten Seite steht der Vektor, den ich darstellen soll. In unserem Beispiel das w. Warum ich jetzt hier ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hingemalt habe, hat einen einfachen Hintergrund, weil das Schema, das ich euch jetzt zeige, geht nicht nur für Vektoren mit zwei Einträgen oder insgesamt drei Vektoren, das geht für beliebig große Vektoren. Also auch wenn ihr drei, vier, fünf oder sechs Vektoren habt, kommen die, die ihr verwenden sollt, nach links und die da dargestellt werden soll, nach rechts. So, machen wir das mal hier an dem konkreten Beispiel. Dann haben wir hier auf der linken Seite 1, 1 stehen, Vektor a, danach Vektor 2, 3 und danach Vektor 7, 10. Und unser Ziel ist jetzt, dieses Gleichungssystem zu lösen. Das ist der zweite Schritt, den wir machen wollen. Dazu muss ich ein paar Gauss-Schritte anwenden. Dazu ziehen wir jetzt die zweite von der ersten Zeile ab. Das heißt, die erste kann ich abschreiben, weil ich mit der nichts gemacht habe. 1 minus 1 ist 0, 3 minus 2 ist 1, 10 minus 7 ist 3. Jetzt haben wir das hier schon auf unserer Endfassung. Jetzt können wir es auch lösen. Hier steht ein y ist 3, also folgt y gleich 3. Kringeln wir unsere Zwischenlösung ein. Setzen das eine Zeile weiter oben ein, dann haben wir ein x plus 2y. Y, aber y ist ja 3, also 2 mal 3 ist 7. Daraus bekommen wir ist plus 6 gleich 7. Und dann haben wir, wenn wir die 6 abziehen, mit Gottes Gnaden, x gleich 1. So, theoretisch sind wir jetzt fast schon fertig. Nur viele Leute verschenken jetzt leider Gottes ihre Punkte, weil sie zu dumm sind, die Linearkombination auch hinzuschreiben. Das machen wir jetzt. Also die Linearkombination LKW, wir kürzen es mal ab, wäre der Vektor W ist gleich, und Achtung, jetzt müssen wir die Zahlen jetzt hier richtig zuordnen. X gehört zu 1, 1, 1, 1 der Vektor A, X war 1, also 1 mal A plus Y gehört zu dem, also zu B, plus 3B. Und hier habt ihr eure volle Punktzahl. Manche Dozenten wollen jetzt noch, dass man die nochmal einsetzt. Muss man nicht unbedingt, aber ich mache das jetzt mal. Also könnte ich auch im Endeffekt sagen, 7,10 ist ja W, ist 1 mal 1, 1, 1, 1 war ja A, plus 3 mal 2, 3. Übrigens, hier könnte ich auch zur Probe, falls ihr die Zeit habt, nochmal nachrechnen, ob das stimmt. Und dann könnt ihr auch kontrollieren, dass ihr euch hier nicht verrechnet habt, aber im Großen und Ganzen ist das die Linearkombination. So, hier habe ich euch noch ein zweites Beispiel rausgesucht, wo ich es halt mit drei Vektoren mache. Und bevor sie jetzt schreiend wegrennen und sagen, da steht aber was ganz anderes als gerade eben. Dieses T-Zeichen bedeutet transponiert. Und wenn der Vektor transponiert ist, wird er später einfach nach unten geklappt. Also das hier. Im Endeffekt, der wird dann einfach nach unten gelesen. Das ist der Vektor 6, 2, 1. Also nicht verwirrt sein. Das T bedeutet transponiert. Und ab dem Punkt wollen wir hier den Vektor W über V1 bis V3 darstellen. Das ist genau die gleiche Geschichte. Wir schreiben es zusammen, gaußen es runter und schreiben es hier nochmal als Lösung hin. Das ist eigentlich alles, was zu tun ist. Ich würde einen Job machen, wenn ich euch auf ein paar Sonderfälle nicht hinweisen würde. Die Beispiele, die wir bis jetzt gerade angeguckt haben, hier war es immer eindeutig lösbar. Und dann gibt es ja auch immer eine eindeutige Linearkombination. Wenn es mehrdeutig lösbar ist, dann gibt es mehrere Linearkombinationen oder auch unendlich viele.
Und wenn es unlösbar ist, dann gibt es schlicht und ergreifend keine Linearkombination. Und das müsst ihr dann auch für euren Korrektor hinschreiben, dass es in diesem Fall keine Linearkombination gibt. Ansonsten hoffe ich, dass das Video für euch hilfreich war und euch einen groben Überblick gegeben hat. Wenn ihr es hilfreich fandet, könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo da lassen oder mich auf Patreon unterstützen. Der Link ist unter dem Video. Habt noch einen schönen Tag und bleibt am Ball.